Hey ho und willkommen in der wunderbaren Welt von Horizon Zero Dawn. Ich hoffe, ihr genießt die Reise genauso wie ich und dann viel Spaß. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten, nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Okay, da oben ist jetzt nichts mehr. Irid. Jessa. Vielleicht sind die und Tirsa. Gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde Ihnen diese Na gut. Chance sicher nicht verweigern. Nein, das Fest. Kurz im Kreis gedreht. Eigentlich suche ich ein Lagerfeuer. Da. Das ist irgendwo da drüben. Da hinten genau muss ich hin. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ja, ich ja. nicht mehr bin. Ja, ihr müsst diese Geschichte erzählen. Sie gewinnt nur, weil ihre Mutter... Der Beste? Jack, jawohl. So. Ja, tanzt, Mädels, tanzt. Das ist das, was wir sehen wollen. Drei Kinder? Was will eine Nora mit drei Kindern? Okay. Hier ist keiner mehr und hier kann ich speichern. Sehr schön. Ah, die gute Attrappe. Tolles Ding. Ja gut. Da müssen wir hin. Für unsere gute Erprobung. Um uns erproben zu lassen. Wie probistisch wir sind. Warte mal. Wie sie alle neugierig zuschauen. Ja, bin ich. Rede mit Tirsa. Okay, mach ich. Aber warte. Rede mit Irid. Ho! Angst vor Tomaten? Ehrlich, ich dachte, sie werfen mit Steinen. Steine sind viel härter. Den Unterschied spürt man. Wenn du reden willst, sollten wir das nach der Zeremonie tun. Ich möchte hier nichts aufhalten. Oder sonst etwas tun, was die Leute verärgert. Kleiner Schisser. Na gut. Tirsa? Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Für was? Für meine Mutter? Für mich selbst. Für Rust. Rust zu ehren. Weil er so viel für mich getan hat. Korrekt. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Da ist Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Schade, dass dieser Musikant vom letzten Mal nicht wieder da ist. Der mit den langen... Wo ist Olin? Ich lasse mir von den ungläubigen Kate doch nicht das Fest verderben. Betritt die Jägerhütte. Optional sprich mit Olin. Wo ist Olin? Er bei einem Sieg um einen Fruchtbarkeitssieg. Aber nicht mit seiner Freundin, sondern der Schwester. Rede mit Olin. Hey, Arend. Die Segnung war gar nicht so schlecht. Nett und kurz immerhin.
Aber es gibt einige Osseram-Bastler, die ein besseres Feuerwerk machen. Ups. Hoffentlich beleidigt das jetzt nicht euer heiliges Ritual. Es war schön. Wirklich. Ja, tja. Viel Glück bei dieser Erprobung. Vielleicht sieht man sich ja mal in Meridian. Wer weiß. Vala glaubt, sie gewinnt. Da haben wir ihn wieder. Na, Olin? Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? So einiges. Wo hast du den Fokus gefunden? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Okay. Dein Fokus hatte eine Fehlfunktion. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Ist mir nie passiert. Warum lügst du mich an? Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Ich glaub dir wirklich nicht. Wer bist du? Was machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Erend brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Mhm. Ich hätte mehr von dir erwartet. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Spaß haben. Na jetzt. Dieses Mal ist Erzmutter Tirsa zu weit gegangen. Ist mir egal, mach Platz. Diese blutrünstigen Kaja in unser Land einladen. So. Die Hütte. Ein Feuerspucker. Spucke mal, komm. Beziehungsweise spuck auch hin. Komm, tu es. Ich will was sehen. Ja? Das weckt Erinnerung. Okay, das war low. Das hätte ich, glaube ich, selber besser gekonnt. Vorurteilvolles Arschloch. Träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht dran kommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist
Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Was für eine Pfeife. Du wusstest die Worte der Segnung nicht, oder? Aber dein Gebet hört sowieso niemand. Mhm. Ich kann nicht jeden untersuchen. Was ist los, ausgestoßen? Oder brauchst du meine Erlaubnis, um mit wahren Nora zu sprechen? Ja, ganz bestimmt. Vala? Du lässt es zu, dass Bas derart mit dir redet? Würde ich nicht. Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, hm? Fast speichellecker. Ja. Sehr schön. Du wusstest die Worte der Segnung nicht, oh. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du tust mir leid. Oder du hast Angst. Oh, Moment. Es kribbelt wie wild. Ich weiß noch nicht, ob es gleich passiert. Der Nisa kündigt sich hart an. Oh, und da war er. Eieiei. So. Ich werde gewinnen. Ja. Du hast Angst. Du tust mir leid. Ja, du tust mir leid. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ha, ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen. Naja. Aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Ist soweit richtig. Okay, rede mit Vala. Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Ja, motiviert, aber trotzdem nett, die Frau. So, ja, dann ab ins Bett. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Ich hasse es. Zu weich. Nicht schlecht. Zu weich. Zu viele Annehmlichkeiten, finde ich. Das muss ja nicht schlecht sein. Die machen dich schwach. Du klingst wie meine Mutter. Du kannst immer noch in die Wildnis zurück, wenn es sein muss. Aber einstweilen ruh dich aus. Thank you.
Krieger! Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Deine Klappe halten. Ich sollte das Schloss zu Ende bringen. Aha. Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Das ist sehr frech. Schneller, na los! Ja, ich hab sie. Na gut. Die krieg ich. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stark aus. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Mhm. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ich kenne nur Erster. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre. Sie bringt sich noch um. Es wird nicht leichter. Du bist verrückt, wenn du da lang gehst. Der Witz, das war's. Jetzt geht's nur noch vorwärts. Da, ich muss aufholen. Wer führt? Ich sehe nicht. Was? Und Vala ist direkt... Das passt, das kriege ich hin. Jetzt mach schon. Schneller, nicht nachlassen. Ich muss weitermachen. Die Ausgestoßene. Auf dem alten Pfad. Ist sie irre? Gut, ich hol auf. Da! Die Ausgestoßene holt auf. Na aber. Ist sie da raufgekommen? Jetzt mach schon, Beeilung. Ja. Ich bin am Rennen. Das schaffe ich doch. Das sollte doch nicht das Problem sein. Und rauf und drauf. Ja, hast du. Sie hatten einen Stand, aber ich hatte die Wildnis. Genau. Nicht genug. Los, sei perfekt. Und hopp. Und rauf da. Und rüber da. Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Gewonnen. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast's geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Das ist nicht gut. Hey Leute, haltet sie fest, bis die anderen da sind.
Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los! Jetzt! Na gut. Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Wir schaffen das nicht! Klar schaffen wir das. Hilf uns! Erledigt sie! Vernichtet die Schänder! Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Klar kennen wir. So einfach geht das. Schnell, lauf drüber zum Seil. Ja, da kommen noch welche. Tötet sie alle. Keine Zeugen, keine Überlebenden. Das war's mit dem Schleichen. Oh nein, da sind noch mehr. Da kommen noch mehr. Wie viele sind das? Ich erledige dich. Die machen wir gemeinsam fertig. Okay, na komm her. Da oben auf dem Berg. Es sind zu viele. Du nicht, mein Freund. Lass sie in Ruhe. Jetzt rein da und kämpfen. Wir schaffen das nicht. Wow, wow, wow. Oh, Mutter, hilf uns. Hab sie. Vernichte die Eindringlinge. Okay. Wo noch? Vernichtet die Schänder! Die sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Klar kennen wir. Das ist nicht gut. Jetzt runter, solange es noch geht. Jan ist klar. Auf keinen Fall. Wo ist der Dude? Ja, komm, komm. Oh.
Sonne, Kind. Verbrenne alles. Dann zu deiner Aufgabe. Wie du befiehlst. Überlebe!